Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute Jump League. Und es geht los. Die Map baut sich jetzt langsam auf. Und der erste Parcours ist auf jeden Fall einer, den ich schon kenne. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwelche neuen gibt seit letztem Mal. Und los geht's. Yeah! Mein Ziel war, nie runterzufallen. Und das habe ich direkt nicht geschafft. Okay, dann ab jetzt. Auf geht's. Oh, shit. Ja! Ab jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt bin ich vorsichtig. Und dann schaue ich das. So, erste Kiste. Mit TNT direkt, zwei Stück. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Oh Gott, das war komisch. Okay. Ersten Checkpoint geschafft. Oh, ein Diamant. Auch nicht schlecht. Hä? Da war direkt der zweite. Zack. Ist hier eine Kiste? Ja. Drei Brot. Okay, dann springe ich von hier ab. Oh nein. Verdammt. Alle guten Dinge sind vier. Okay. Nicht geschafft. Verdammt. Ich glaube, ich springe hier einfach drüber. Genau. Okay. Zack. Haben wir geschafft. Dann geht's hier zu den orangenen Blöcken. Ich müsste mich gleich mal anziehen. Oder obwohl ich glaube, ich rüste mich direkt ganz am Ende aus. Oder erst ganz am Ende. Weil ich dann genau das anziehen kann, was ich brauche. Sonst vergesse ich immer, was ich anhab. Nimm dann eventuell Sachen nicht mit, die ich noch bräuchte. So. Höllenparcours. Neue Kiste. Okay. Eine reicht wohl, aber ich habe eh schon... Ah nee, habe ich überhaupt schon? Nee, das ist einfach meine beste Waffe. Das ist auch nicht wirklich gut. So. Ups, okay. Tut nicht weh, zum Glück. So. Und zack. Okay. Jetzt, ich glaube, rechts rum. Nee, oder? Doch. Nee, hä? Nein! Ah! Okay, ich muss runterfallen. Dann doch links rum? Ja, links rum und dann irgendwie hier hoch. Ja, hier, okay. Mal gucken, ich bin Erster auf jeden Fall. Aber der Zweite ist direkt an mir dran. So. Oh, noch ein Diamant. Und, habe ich Sticks? Ich habe auch Sticks. Aber ich habe noch keine Werkbank. Oh. Unlucky. Ja. Okay, aber das ist kein Problem. Weil ich finde, dass dieser Effekt nicht mehr wirklich schlimm ist. Vor allem, der ist so kurz. Der fängt ja nach ein paar Sekunden erst wirklich an zu wirken. Und hört dann wieder auf. Deswegen macht das kaum was aus, finde ich. Zack. Okay. Es wird Licht. Und ich habe eine E-Mail. Ja. Zack. Okay. Diesen kenne ich noch nicht, den Melonenparcours, glaube ich. Und einmal nach da. Und nach da. Okay, geschafft. Ich bin immer noch Erster, aber der Zweite ist echt nah an mir dran. Verdammt, das war nicht gut. Ach Gott, das nervt echt, dass das die ganze Zeit heller und dunkler wird. Muss ich hier rüber? Ja. Einmal hoch. Und nach dort. Den kenne ich auch nicht, den Mushroom-Parcours. Oh, ein Bogen. Und ich habe auch Flints und sowas. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus bisher. Aber Rüstung habe ich, oder? Ja, doch, ein bisschen Rüstung habe ich auch. Aber keine Eisensachen oder so. Und nochmal der Höllenparcours. Das ist der allerletzte. Das heißt, wenn ich den jetzt schnell schaffe, dann sollte ich das eigentlich gewinnen. Ja. Ja, ja. Ich dachte, da wäre noch ein Block. Ach, Kacke. Nicht, dass er mich überholt. Ah doch, ich habe ja noch 100 Blöcke Vorsprung. Werde ich also wahrscheinlich schaffen. So, hier jetzt nicht reinfallen. Da am besten auch nicht gegenspringen. So, zack.
Oh. Hier ist doch eine Kiste. Oh, cool. Ein Brustpanzer aus Eisen. Das ist sehr gut. Zack. Das ist doch nicht der normale. Nein, der normale Höllenparcours. Sondern eine andere Version. Die ein bisschen schwieriger ist, glaube ich. Sollte ich jetzt aber langsam mal schaffen. Boah. So. Noch da. Ich müsste eigentlich. Ja, direkt nach da springen können. Also zum Obsidian. Aber. Mach ich lieber nicht. Oh, der eine ist direkt bei mir. Aber ich hab's geschafft. Er hatte 414. Okay, so jetzt schnell anziehen. Das nehme ich. Ah, nee. Das und das. Helm. Ich habe kein gutes Schwert. Bogen. Auch keine Crafting Bench. Ach, so gut bin ich gar nicht equipped. Sehe ich jetzt im Nachhinein. Oh. Der ist der erste Gegner. Aber er trifft mich kaum. Aber ja, ich habe so eine billige Goldaxt. Und nichts Besseres? Ich guck nochmal. Doch, das hier habe ich. So gut wie ein Holzschwert. Aber viel besser ist die Ausrüstung auch nicht. Er brennt. Oh, und jetzt kämpfen hier zwei mit. Sind beide in das Feuer gerannt. Okay, der ist tot. Jetzt habe ich Regeneration. Sollte dann ihn auch töten können. Okay, sehr gut. Oh, da ist einer hinter mir. Er war nicht mehr da. Er brennt wieder und dann drauf. Er haut ab. Er hat das gleiche, also vom Schaden her, das gleiche Schwert wie ich. Und ich habe noch 3 Leben. Der Insta-Dude aber auch. Und der Insta-Dude war ja der, der fast genauso weit war wie ich. Deswegen wird der wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht equipped sein. Der läuft einfach blockend rum. Er brennt. Und stirbt. Okay. Insta-Dude habe ich noch gar nicht gesehen. Der hat auch noch 3 Leben. Wird das gleich ein Finale zwischen uns beiden. Mal sehen. Okay, da sind 2. Oh, das wird er sein. Er hat jetzt Regeneration. Das macht nicht viel Sinn, mit ihm zu kämpfen. Und der hat auch wahrscheinlich ein gutes Schwert. Weil ich habe ja echt so einen Kack wieder. Vielleicht gibt es hier einfach so Werkbänke. Das wäre cool, dann könnte ich mir. Das wäre richtig cool. Dann könnte ich mir nämlich ein Dia-Schwert machen. Mal gucken, ob ich da was finde. Könnte ja sein, dass sie einfach so Werkbänke verteilt haben, aus Versehen. Oder auch extra. Wobei ich das bezweifle. Weil ich habe ja keine, ne? Nee. Weil dann bringt mir das. Ja, die 2 Dias bringen mir halt gar nichts. Kann ich nichts mit anfangen. Jetzt muss der Nick noch einmal sterben. Und dann geht's los. Ich habe ja zum Glück noch das hier. Ich habe auch einen Bogen, aber keine Pfeile. Ist echt wieder unglücklich gelaufen alles. Oh, hups. Los. Ich will da hoch. Na gut, dann werde ich mal mich auf die Jagd begeben. Hallo. Oh, ich hätte eine Angel. Ah, die ich benutzen könnte. Oh, er hat ein Eisen. Eine Eisenaxt. Ah. Okay, das werde ich nicht schaffen. Dann bin ich tot. Die Angel hätte ich mal vorher nehmen sollen. Jetzt hat er auf jeden Fall einen Vorteil, natürlich. Da ist er. Hallo. Hat er wenig Leben? Wahrscheinlich, sonst wird er nicht abhauen.
Nick hat kein Essen mehr. Ich würde ihn hier gern töten. Alter, er schlägt mich auch mal weg. Hey Nick. Den interessiert keinen. Oh ja. Nein. Ich hätte auch gerne Werkbank. Gibt ja auch keine. Okay, er ist tot. Und ich habe jetzt ja Regeneration, deswegen könnte ich es schaffen, ihn direkt nochmal zu töten, aber es wird nichts. Nein. Mein Feuerzeug ist auch kaputt gegangen. Ich habe auch kein Eisen mehr. Das sieht nicht gut aus. Weil er mich halt auch immer wegkommt. Wie sonst was. Und er hat ein besseres Schwert. Eine bessere Waffe. Hi Nick. Hi. Ich habe halt noch das TNT, was ich irgendwo platzieren könnte. Okay, hat vielleicht sogar ein bisschen was gebracht. Aber nee. Habe ich trotzdem nicht geschafft. Verdammt. Na gut, GG an InstaDude und auch an Nick, der kein Essen hatte. Das war's dann mit Jump League. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.